Wärmepumpen effizienter betreiben und Fehler- und Einbauzeiten reduzieren, das sollen die intelligenten Hydraulikmodule der BE Cologne möglich machen. Entstanden ist die Idee zu diesen Modulen in einem Handwerksbetrieb der Metternich Haustechnik aus Windeck an der Sieg. Das Unternehmen ist schon seit Jahrzehnten spezialisiert auf den Einbau von Solewärmepumpen. Diese Erfahrung nutzen die Spezialisten für Erdwärmepumpen, um kompakte Module für die Anlagenhydraulik zu entwickeln. Diese enthalten sämtliche Komponenten wie Pumpen, Mischventile und eine Regelung. Ja, wir bauen diese Hydraulikmodule für regenerative Energiequellen. Diese regenerativen Energiequellen umfassen eigentlich Systeme, die weder mit Erdspeichern oder Eisspeichern oder auch anderen Quellen halt, wo dann nachher das Quellenmanagement im Vordergrund steht. Neben Erd- oder Eisspeichern können diese Wärmequellen auch Solarabsorber auf einem Hausdach, ein Erdkollektor oder die klassische Erdbohrung sein. Wichtig ist, die Regelung der Hydraulikmodule entscheidet, welche Quelle gerade die optimalen Temperaturen liefert. So soll die Wärmepumpe immer die bestmögliche Effizienz erreichen können. Deutlich wird dies, wenn man sich die Betriebsweise der Anlage über ein gesamtes Jahr anschaut. Also, wir haben hier die Anschlüsse, wo es einmal zur Wärmepumpe geht. Wir haben hier unten die Anschlüsse, wo es dann zum Energiespeicher geht. Und wir haben auf der linken Seite die Anschlüsse, wo es zum Zaun geht. Nehmen wir mal das Beispiel, es wäre jetzt so, wir hätten Oktober und die Anlage würde gestartet. Dann fängt am Anfang hier ein sogenannter Testlauf an. Wir prüfen die Temperatur im Energiespeicher, prüfen die Temperatur im Energiezaun und entscheiden dann, was ist die bessere Quelle. Und gehen dann so über die Monate weiter. Über den Winter sorgen wir mit diesem sogenannten Absorber dafür, dass der Energiespeicher immer auf ein hohes Temperaturniveau geladen wird. Und ab März denken wir anders. Also wir denken eigentlich von Oktober bis März in Form eines Wärmespeichers und von März bis Oktober denken wir in Kälte. Heißt, wenn wir im März, April noch weiter heizen, nehmen wir die Energie nicht mehr von diesem Absorberzaun, sondern ausschließlich aus diesem unterirdischen Speicher und führen diesen unterirdischen Speicher vom Wärmespeicher in einen sogenannten Eisspeicher. Diese Kälte, die dann beim Heizen kostenlos entsteht, und dann letztendlich von Wasser zu Eis in diesem Phasenwechsel, diese Kristallationsenergie, die nutzen wir dann später, um Gebäude zu kühlen. Die Kombination aus Absorber und unterirdischem Energiespeicher kann so eine Tiefenbohrung, wie sie eigentlich bei einer Solewärmepumpe üblich ist, überflüssig machen. Auch die Nutzung unterschiedlicher Wärmequellen, die für sich alleine nicht genug Energie für die Wärmepumpe liefern würden, ist möglich. Das können Flächenkollektoren sein, die eigentlich zu klein sind, um ein Gebäude zu versorgen. Auch die Nutzung warmer Abluft eines Servers oder einer Maschine kann so noch sinnvoll genutzt werden. Den Kern des Systems bildet, egal bei welcher Wärmequelle, das Quellenmanagement. Wir sehen hier das Energiequellenmanagement an der Stelle. Wir können über diese Visualisierung wunderbar sehen, wie die Temperaturen auf dem Dachabsorber sind, wie die Temperaturen in dem unterirdischen Energiespeicher sind und wie dann halt die Energiequelle die Wärme zur Verfügung stellt, zur Wärmepumpe bringt und die Wärmepumpe, die macht dann den eigentlichen Hub, um das Gebäude zu heizen. Durch die komplexe Hydraulik wird so ein System natürlich aufwendiger als eine reine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Besonders an kalten Tagen soll das System aber mit einer höheren Effizienz punkten. Dann liegt die Temperatur der Wärmequelle im Energiespeicher über der Temperatur der Außenluft. Und das bedeutet weniger Temperaturhub für die Wärmepumpe und damit auch weniger Stromverbrauch. Dank dem Monitoring der schon verbauten Anlagen können die Hydraulikmodule stetig weiterentwickelt werden. Aus der Metternich Haustechnik heraus wurde für Vertrieb, Produktion und die Weiterentwicklung der Hydraulikmodule die BE Cologne gegründet. Vor Jahren konnte man sicherlich noch nicht ahnen, dass das Thema Mitarbeitermangel so rasant sich vorangeschritten ist. Und heute merkt man natürlich, dass wir auch im Zusammenhang mit diesen erneuerbaren Energien, Energiequellen und Quellenmanagement mit Steuerungen und Regeln natürlich den richtigen Zeit gefunden haben, um das auch mit voranzutreiben. Jetzt, wo vielleicht die Energiewende das Ganze verzogen werden soll am Ende des Tages, macht das natürlich dann Sinn, dass wir diese Energien bündeln können. Und das im Zusammenhang mit der Steuerung MSR, die wir da haben. Für Ein- und Zweifamilienhäuser bietet die BE Cologne Standardmodule an. Für größere Objekte oder andere Anwendungen fertigt das Unternehmen Module nach Kundenwunsch. Weitere Informationen dazu finden Sie unter dem Link in der Videobeschreibung. Demnächst gibt es hier bei SRK TV mehr zu dem Thema. Dann stellen wir Ihnen das Solarhaus in Kamen vor. Dort sorgen die Hydraulikmodule der BE Cologne für die optimale Nutzung der Wärmequellen. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.